Hey ho, hallo und herzlich willkommen zurück bei Harvest Moon Magical Melody, wo wir gerade mit unseren Tieren alleine zu Hause sind, weil es mittags ist und Maria wahrscheinlich arbeiten ist. Naja, heute, was habe ich heute, 11.50 Uhr, habe ich gesagt, dass ich nicht in die Mine gehe, aber war es da nicht schon 13 Uhr? Nein, ich irre mich wieder, das ist mal wieder typisch. Futter habe ich auf jeden Fall gekauft, soweit ich weiß, ist alles gut. Ach, Bilderbuch und Rassel muss ich noch in unseren Werkzeugkasten legen. Ich weiß zwar nicht genau, warum das Werkzeuge sind, aber wahrscheinlich, weil man sie benutzen kann. Alles, was man benutzen kann, sind wohl Werkzeuge. So könnte ich mir das vorstellen. So, zack. Weil wir erwarten ja, wie gesagt, Nachwuchs. Ich will ja auch noch mein Haus ausbauen. Ist ja auch noch so eine Sache. Dann wollte ich mal kurz gucken, wie es um die Tiere steht, gleich zu Beginn. Einfach mal, wie ich es häufiger mache. Maria hat immer noch 10, Fyodor 4, Rudi 5. Das ist doch alles super. So, Spatz 3. So, alle. Delfin hat immer noch 1, obwohl wir lange nicht beim Delfin waren. Ach ja, Noten will ich ja auch mal ein bisschen sammeln. Uns fehlen noch 11, um die Erntegöttin zu befreien. Wer 10.000 Schritte. Ich weiß nicht, soll ich das mal machen? Des unterirdischen Sees. 10.000 Schritte wären ja eigentlich mal drin, ne? Ach ja, stimmt. Unterirdischer See. Genau. Soll ich mal versuchen? Weil wir haben schon 12.20 Uhr. Ich versuch's einfach mal. Mal schauen, wie weit wir kommen. Zur Info, der unterirdische See befindet sich in der Wintermine, also in der Seehöhle, auf Level 100. Und wenn wir es dahin schaffen, dann ist ja alles tutti. Dann freue ich mich. Und dann bekommen wir noch gleich eine Note und ansonsten glaube ich nichts. Eine Powerbeere bekommt man da nicht, sondern nur bei der anderen Mine. Da bin ich jetzt nach oben gerannt. Das war falsch. Hier unten geht es lang. Meine Orientierung ist auch immer at its best. Ja, genauso wie mein Englisch, wie man gerade merkt. Hi Eve, du sagst... Ja, das gleiche. Schade. Ich erzähle immer spannende Geschichten, musst du wissen. Immer die spannendsten Geschichten. So spannend, dass... mir von 5 Leuten in der Schule satte minus 1 zugehört haben. So spannende Geschichten habe ich da immer erzählt. Aber wirklich immer so ein bisschen. Also wenn ich was zu erzählen hatte, hat, ja. Vielleicht der kleine Finger eines anderen zugehört, aber ansonsten nicht so wirklich. Aber ich muss auch wirklich zugeben, das, was ich erzählt habe, war nicht immer das Spannendste, weil meine Gesprächsthemen sind auch... Wenn ich überhaupt welche habe, auch nicht die spannendsten, weil die wenigsten aus meiner Stufe interessieren sich überhaupt für Technik oder für Computerspiele. Und da, ja, saß man dann da immer ein wenig lonely. Lonely, I'm so lonely rum und hatte niemanden zum Reden. Wobei eben doch ein paar, aber man hat sie nicht immer gesehen, war das Problem. Ah, ich kann reimen, das ist hervorragend. Ich benutze... Odol Extra Dent, keine Ahnung. Ich wollte jetzt nochmal reimen, aber das passt einfach nicht. Das passt nicht so. Stufe 22 schon, das geht ja schnell. Nein, nicht nach oben. Amale, da etwas tust du. Ja, aber nur eins, das ist im Bereich des, im Rahmen des Möglichen, im Rahmen des zu akzeptierenden, was auch immer, ihr wisst was. Nein, nicht nur meine, ich hab wohl, ja. So, hier. Bringe mich 50 Level... Nein. Nicht nach oben, nach unten. Also manchmal hat man dann auch irgendwie total Pech, dass man fast jeden trifft, der einen nach oben katapultiert und mal fällt man einfach nur nach unten. Hatten wir ja letztens, ne? Da wollte ich ja unbedingt mal wieder nach oben und, ja. Das konnte sehr lange auf sich warten lassen. Oh, Level 25, aber ich glaube... hier gibt es nur Amethysten, soweit ich weiß. Also nicht sonderlich gut. Wobei, besser als gar nichts. Also mit leeren Taschen müssen wir hier jetzt eigentlich auch nicht rausgehen, aber ich würde halt ungern meine Ausdauer verbraten, falls ich sie hinterher brauchen würde, wenn wir da graben müssen, wirklich, weil wir nicht mehr richtig runterfallen können. Das wäre dann immer die Sache. 17 Uhr haben wir zum Beispiel auch schon wieder. Es ist schneller als erwartet, die Zeit. Man die Zeit hier eigentlich irgendwie verlangsamen, so dass es irgendwie einen Zauber der Erntegöttin gibt, der die Zeit verlangsamt. Das wäre ja auf irgendeine Weise ganz lustig.
Aber auf irgendeine andere Weise hätte man dann wahrscheinlich noch weniger, was man am Tag anfangen wollen würde. Wäre so die Sache, wäre so meine Vermutung. 66, Route 66, meine Freunde. Welcome to the Route 66, you have found ein bisschen rum. Und jetzt sind wir auf der Route 73, sag ich euch. Oh ja, West Coast Radio. Nee, eigentlich ist Route 66 ja mitten in der Pampa, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Oder? Nee, ist das nicht in Nevada? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. 77. Da kann ich euch leider keine Auskunft geben über die Geografie unserer amerikanischen Freunde. Nein, nicht nach oben. Sondern muss da ein wenig stümperhaft raten. Aber ich denke, das nimmt mir keiner übel. Hoffe ich zumindest. So, Stufe 80. Nein. Naja, immerhin fallen wir immer nur so, fallen in Anführungszeichen, immer nur so. Nein, einen nach oben. Pass auf, jetzt sind es 5. Nee, immer noch nur einer. Sehr gut. So, hervorragend. 86. Man fällt ja doch immer mitunter recht tief, das freut mich. Aber ist schon 19.04 Uhr, das ist nicht so gut. Man wird scheinbar wirklich immer nur einen nach oben gekickt. Nein, jetzt wurden wir 5 nach. Ich darf es nicht beschreien, merke ich gerade. Ich kann eigentlich... Nein. Okay, ich versuche noch zweimal jetzt runter zu... Ach, das ist ja super. Ich versuche noch mal so tief wie möglich jetzt zu kommen. Nein, ach, das gibt's doch nicht. Weil dann könnte ich mich auch einfach nach unten graben, sag ich mal. So, bitte relativ tief und jetzt bitte nochmal runterfallen. Nein, ach, das, ich hasse sowas Glücksbezogenes. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Weil das hat dann nichts irgendwie, ja, wenn man im Spiel, okay, jetzt grabe ich, jetzt grabe ich. Wenn man im Spiel etwas durch Glück erreicht, das finde ich immer, das hat dann nicht so viel mit spielerischem Können oder so zu tun und das hat auch nicht so viel mit Vorbereitung oder irgendwas zu tun. Wenn man da einfach per Glück runterlandet und schwupps, hat man das Ganze geschafft. Zum Beispiel bei Monster Drops mag ich das eigentlich auch überhaupt nicht, wenn seltene Items nur zu gewissen, zu bestimmten Wahrscheinlichkeiten droppen. Da rege ich mich immer tierisch drüber auf. Wenn man dann zum Beispiel auf einer hohen Schwierigkeitsstufe spielt und den Boss schwieriger platt gekriegt hat. Und dann hat er dieses Item nicht. Das ist recht nervig. Wie ihr vielleicht wisst, ich rage gerade hier voll ab. Aber das hat mich eben ein bisschen aufgeregt. Dass das nicht so geklappt hat, wie es klappen sollte. Aber wir sind ja on our way. So, 89. Ja, ich möchte ins nächste Level hinabsteigen. Ich dachte eben schon, es wäre wieder nach oben gehen. Aber es war es zum Glück nicht. So, 22.20 Uhr. Ja, ins nächste Level hinabsteigen. Ich habe immer Angst, dass ich die Treppe treffe. So, wo ist... Geht's hier runter? Da geht's runter. So, dann wollen wir da doch einmal runtersteigen. Bis wir dann auf Stufe 100 sind. Unsere Ausdauer reicht ja noch völlig dicke bis dahin. Wir brauchen ja nur noch 8 Stufen. Das ist alles super. Ich hoffe nur, unsere Müdigkeit nimmt gleich nicht extrem zu, sodass es dann viel abzieht pro Stufe, pro Schlag, den wir verwenden. Aber eigentlich haben wir ja nur einmal nicht geschlafen, haben wir ja immer geschlafen. Das heißt, das dürfte gar nicht so einen großen Impact haben. Naja, es wird schon mehr, habe ich das Gefühl. Ach, bin so unsicher. So, aber 96, das wird schon alles. 97. Nein, bloß nicht. Bloß nicht. Ah, hier. So, 98. Und 99 gleich. Dann haben wir es doch geschafft und sogar fast um Mitternacht, also um Mitternacht, aber fast genauer um Mitternacht. So, 99 und Los Hundertos. Das freut mich doch. Jetzt kriegen wir noch eine Musiknote. Sehr gut. Ich bekam eine weitere Musiknote. Note des unterirdischen Sees. Mit Kraft und Glück hast du den unterirdischen See in der Höhle erreicht. Note der Freude über diese Leistung.
Hier gibt es, glaube ich... Stimmt, hier... Nein, hier gibt es doch den seltenen Fisch. Nein, nein, nein. Ach. Ich habe die Angel nicht mitgenommen. Oh, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Naja, unser Charakter wird jetzt langsam auch müde. Hier, da, das ist der seltene Fisch. Der sieht zwar aus wie jeder andere, aber er ist selten. Nein. Hier, beiß, beiß an meiner Bürste oder beiß an meinem Hapfer, Hapfer, Hammer oder was auch immer. Naja, klappt wohl nicht. Okay, dann wohl zum Schlafen ins Bett. Das heißt, am nächsten Tag machen wir uns auf zu den Erntewichteln und holen uns ein weiteres Instrument. So. Ich wünschte, Maria würde in der Schwangerschaft auch ein bisschen was anderes sagen. Wie zum Beispiel bei Harvest Moon DS, da haben die auch nach und nach was anderes gesagt. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie der Zyklus ist. Wann sie was sagen, wann das Kind geboren wird, nach wie vielen Monaten oder Tagen. Das ist immer die Frage, das ist ja von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Da bin ich mir dann immer recht unsicher. Will ich ja nicht einfach irgendwas behaupten. Zum Beispiel bei Harvest Moon DS waren es, glaube ich, 3 Jahreszeiten. Aber ich bin mir echt nicht sicher, ich will da nichts beschreien. So, Manu ist immer noch nicht ausgewachsen. Das heißt, wir können sie auch nicht scheren, wollte ich schon sagen. Wir können sie auch nicht melken. Das wird nämlich nichts, weil da ist noch nichts im Euter, sag ich euch. Ich als Euterbiologe sagt es euch, ne? Ich hab Pharmazie studiert. Ja, meine Witze sind super, ne? Vor allem, wenn ich immer selber so exzentrisch drüber lache, dann mache ich den Witz immer gleich viel besser, ich weiß es. Ach ja, verzeiht meine schlechten Witze, aber manchmal müssen die sein. Die fallen mir dann so einfach ein. Immerhin wurde ich zu 34, also 34% der Stufe hat mich in der Abi-Zeitung auf Wer macht die flachsten Witze gewotet. Und das muss ich sagen, wegen meiner Medikamente wegen 67 oder 62%, ich weiß es nicht. Sieht alles so gleich aus, die Zahl. Hab mich auf Wer schläft immer im Unterricht gewotet. Ja, das ist doch schön. Da freut man sich. Erstmal gleich Fame. Fame. When will I be famous? Gibt's doch das Lied da. Ich kann nicht singen. Aber ich versuche es immer wieder gerne. Einfach weil Singen cool ist. Singen befreit die Seele. Genauso wie ein Stückchen Schokolade. Aber Schokolade hat leider so viele Kalorien. Normale Dietzeit diese Schokolade. Aber das habe ich schon allen erzählt. Ich werde kalorienfreie Synthese-Schokolade entwickeln. Und von der kann man sich dann ernähren, wenn man gerade irgendwie Prüfungsstress hat. Und die hat dann quasi alle Eigenschaften normaler Schokolade, bis auf das Fettwerden. Das klingt so fies, wenn man das sagt. Bis auf das Dickwerden. So. Oder das Zunehmen allgemein. Man wird ja nicht gleich fett oder dick. Fett klingt ehrlich so, das ist ein ganz normales Wort, aber es klingt so abwertend irgendwie. Das mag ich gar nicht. Ich benutze das von nun an nicht mehr. Hoffe ich zumindest, dass ich dran denke, das nicht mehr zu benutzen. Wäre nämlich sonst blöd. Naja. Oh, da ist Takamura. Nee, wie heißt der? Was ist nicht? Morgen. In dieser Berghöhle gibt es guten Ton, aber man kommt schwer an ihn ran. Dann die Stimme leider nicht. Ich muss das mal üben. Ich muss üben. Übung macht den Meister, wie es doch so schön heißt. Und dann werde ich diese Stimme auch irgendwie meistern. Soll ich jetzt wieder in die Mine gehen und nochmal ein bisschen Geld holen? Eigentlich könnte ich das glatt machen, ne? Ich könnte auch nochmal versuchen, hier die Mine auf Level 100 zu erreichen. Aber das mache ich, glaube ich, einfach am nächsten Tag. Ja, also in der nächsten Folge, meine ich. Weil dann haben wir da nämlich... wieder was fürs Thumbnail, weil zwischendurch weiß ich dann echt einfach mal nicht, was packst du jetzt aufs Thumbnail. Da sind jetzt 3 Sachen zum Beispiel passiert und dann habe ich keine Ahnung, was ist das Wichtigste, was packst du drauf? Zum Beispiel, wenn ein Event ist, aber wir das Event zum ersten Mal sehen, aber es wiederholt sich, ja, packe ich jetzt das Event drauf oder packe ich was anderes drauf, was in dieser Folge passiert ist? Das ist echt immer die Qual der Wahl, da bin ich mir immer sehr unsicher und versuche es immer zu meiden, aber ich kann es nicht meiden, weil Videos ohne Thumbnails finde ich unästhetisch. Das mag ich nicht. Ich finde, ein Thumbnail muss irgendwie sein, wo der Titel und die Folgenzahl, natürlich, wo der Titel und die Folgenzahl draufsteht, sonst kann ich mich damit nicht zufrieden geben.
Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Pro-Art-Designer, der jetzt da Thumbnails raushaut wie, wie kein zweiter. Aber so ein bisschen, ich bin tatsächlich an einigen Stellen ein bisschen zu früh. Moment, ich muss doch einen mitnehmen. Ich brauche doch einen fürs Festchen hier, oder nicht? Ich bin an einigen Stellen tatsächlich mit meinen Thumbnails halbwegs zufrieden. Und das passiert nicht selten bei mir. Außer natürlich, ich bin gerade in so einer kompensatorischen, narzisstischen Situation, wo ich dann, da ist alles von mir vintage. Das ist, das kann man gar nicht anders beschreiben. Das ist dann einfach alles legendär. Das wurde quasi bei Skyrim so viel aufgebessert, bis es legendär war. Und der Typ, also ich, der das gemacht hat, hat eine voll verzauberte Rüstung mit Effekt, der das Ganze noch, also der die legendäre Aufwertung noch geboostet hat. Das ist echt immer so bei Skyrim, wenn man einige Sachen, oder an sich bei Spielen, wenn man einige Sachen nicht weiß. Ich frage mich tatsächlich bei einigen Spielen, wie kommt man darauf? Wie kommt man darauf, bestimmte Dinge zu machen? Woher soll man wissen, dass das geht? Weil zum Beispiel einige Verzauberungen in Skyrim, wenn man die nicht einfach so findet, dann hat man Pech, dann findet man die nicht. Dann hat man die nicht und dann macht man zum Beispiel seine Lieblingswaffe, bessert man auf und hat nur nicht die nötige Verzauberung. Oder man hat nicht die Verzauberung, die Verzauberung besser macht. Versucht dann da alles zu machen, alles zu verzaubern und hat dann am Ende Pupende irgendwie nicht gut verzaubertes Zeug und dann keine Ahnung, warum andere viel stärker sind als man selbst. Es ist dann immer seltsam. Naja, ich meine, ich spiele auch verdammt gern auf hohen Schwierigkeitsstufen. Einfach, ja, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Beat the Game. Woher kommt das nochmal? Beat the Game. Also, besiege das Spiel. Das habe ich dann immer so als kleines Gefühl, wenn ich so auf einer hohen Schwierigkeitsstufe gespielt habe, dass ich da dann ein bisschen zufrieden bin. Mit mir selber. Ist da immer ganz nett. So, unter Level 50. Und hier scheint es nicht viele Steine zu geben. Wie es gerade auf den ersten Blick aussieht. Nein, in der Tat nicht sehr viele. Naja, aber ein paar immerhin. Die nehme ich dann alle dankend an. Zack. Wir sind Stufe 50. So, oh nein, jetzt bin ich schneller. Lass das. Warum kam da kein... Nein, hier sollst du hämmern. Hör mal, wer da hämmert. So, hier. War das nicht eine Serie? Hör mal, wer da hämmert. Auf jeden Fall, wenn ja. Ich verbinde mit diesem Satz pure Genervtheit. Ich weiß nicht, ob es an der Werbung lag, die dazu ausgestrahlt wurde oder so. Auf jeden Fall, wenn ich diesen Satz höre, kriege ich die Kratze. Dann kriege ich zu viel, dann kriege ich Schnappatmung und dann rege ich mich auf. Sage ich euch. Aber sowas von. Weiß gar nicht, ob man sich das bei mir vorstellen kann, dass ich mich aufrege oder wie ich mich aufrege. Weiß ja nicht. Habe ich mich schon mal im Spiel wirklich richtig aufgeregt? Ich habe mich bei dem Untergrundsee ein bisschen aufgeregt, als es auf einmal nur noch nach oben ging. Aber rege ich mich sonst irgendwo wirklich auf? Ich glaube nicht. Naja, auf jeden Fall. Ich bin natürlich ein ganz normaler Mensch. Ich kann mich auch aufregen und zwar sehr stark, weil, ja, ein zynisches Temperament manchmal an den Tag lege, wenn es um Sachen geht, wo ich ja nicht einfach zu schweigen möchte. Aber da geht es den meisten wahrscheinlich so, dass sie da ein bisschen zynischer bei der Sache sind oder ein bisschen den Mund mehr aufmachen. Oh, meine Ausdauer sagt gerade, dass sie gleich im Eimer Pupaima ist. Das möchten wir natürlich nicht. Aber wir müssen... So, der rote Nebel. Naja, jetzt sind wir eh voll mit den Taschen. Das heißt, da können wir auch beruhigt nach oben gehen. Ich frage mich trotzdem, warum die Ausdauer... Also, warum wir so schnell müde werden. Weil eigentlich schlafen wir doch immer regelmäßig und gut. Wir gehen ja häufig vor 20 Uhr sogar ins Bett. Aber trotzdem sind wir dann schnell müde. Also, hier gibt es ja zwei Faktoren. Die Ausdauer und die Müdigkeit. Die Ausdauer ist quasi die grüne Leiste, die ihr da unten seht, und die Müdigkeit ist quasi der Faktor, mit dem unsere Tätigkeiten multipliziert werden. Moment, da muss ich mir ja mal eine Schulter kratzen.
So. So. So, 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 so. Und der äußert sich dann halt ganz einfach darin, dass wir schneller an Ausdauer verlieren, wenn wir Taten machen mit unseren Händen. Also zum Beispiel, wenn wir den Hammer in der Mine schwingen oder die Gießkanne auf dem Feld schwingen. Ich frage mich nur halt, warum der so schnell müde wird, weil eigentlich machen wir doch nicht sonderlich viel. Oder wir gehen halt, wie gesagt, früh schlafen. Das frage ich mich. Das ist sehr seltsam. So, da habe ich tatsächlich noch zwei. Ich wusste gar nicht, dass ich zwei Saphire aufgesammelt habe. Aber scheinbar habe ich das. Vielleicht hatte ich auch noch vom letzten Mal einen hier drin. Das kann natürlich auch sein. Naja, dann würde ich aber sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.